Tag 4 voll im Arsch. Schon, keine Ahnung, 12:30. Gestern war ein bisschen krass. Der ist auch richtig krass am Arsch, der andere Kollege. Oh, auf. Ja, die müssen eine kleine Tasche machen. Jan, was los? Ich bin total müde. Ja, ich bin total am Arsch. Ich bin voll auf den Zug, ich hab voll Bock auf Bier. Also wir sind jetzt Ballermann, Tag 4, ne? Ja. Und alle sind voll im Arsch. Und ich brauch noch ein bisschen Watte. Ja, ich hab gar keinen Bock mehr. Sieht voll geil aus. Gar nicht mehr. Loki, okay, sag dir mal was. Also ich würde jetzt so eine Flasche Wodka alleine trinken, ist mir scheißegal. Weil ich hab gar keinen Bock mehr auf dieses Bier, ich schmeckt voll ekelhaft. Was du? Du, gib mal ein Statement. Ich habe im Moment kein Statement. Ich bin fertig. Ich brauch kein Bier mehr. Aber ich auch nicht. Ich brauche gleich beim Ron schön ein bisschen. Ja, da kann man wieder trinken. Ich Anlage, das ist ähnlich. Die anderen hängen hier alle so rum. Stopp! Was führst du? Ja, lustig. Oh, Mann! Die treffen nie, die trinken. Wir haben da einen gemacht. Ja, der erste. War der einzige, der ist. Das war echt clever. Es ist immer so, die zwei Tränen symbolisieren das schwere Leben, was ich bisher hatte. Es war nicht immer leicht. Das ist schon Luxus hier und das ist wirklich traurig, wenn ich es so sehe. Die denken auf die Hymne bescheuert. Ja, die eine Träne steht halt für das schwierige Leben, was ich hatte. Und die andere Träne hat eine positive Bedeutung. Die steht für die Hoffnung und alles Gute, was noch kommen wird. Ich weiß, es klingt zwar ein bisschen schwul, aber eigentlich bin ich auch ein bisschen schwul. Ich kann ja mal kurz einblenden, wie den Dennis küsst. Das ist echt cool. Nein, das ist alles nur Spaß. Den Körper. Wir haben nur Cola, ey. Hast du Bier? Ich hab nur Cola. Komm hoch, ich hab ein Sixpack, das gebe ich dir. Was? Komm hoch, ich geb dir unser Sixpack. Nee, ich schmeiß mal die Sichtung runter. Jung, so. Letzter Abend auf der hier Schinkenstraße. Freitagabend. Tag, wie viel sind wir, Clemens? Wie viel sind wir? Tag 4? Ich meine Tag 4 oder wo? 4. Tag 4. Hinter dir. Ich weiß gar nicht mehr. Hinter dir. Scheiße. Ja. Jetzt auf jeden Fall gut was los. Warte, wir gehen jetzt ab noch alle im Bierkönig, ne? Und wenn da unsere andere, wie heißt das auf Spanisch, Kameraden sind, egal, ja. Auf jeden Fall müsst ihr mit der Gummipuppe da sein, nicht? War das nicht der Dennis und der? Nein, ne? Aber irgendeiner hat doch in den Kopf von der Puppe kaputt getreten. Wer? Der Luke, glaube ich. Egal. Okay. Der hat den Luke. Wo sind die jetzt hin? Schön. Ja.
Viertel nach sechs. Wir gehen den Luke weg. Richtig rein. Hey, los. Ja, Luke ist am Kotzen, tut mir leid. Die Show ist zu Ende. Die Show fängt jetzt gerade an. Ja, es geht alle fit. Alles fest. James hat erstmal 2 Euro, keine Sachen vergessen. Hey, Luke. Immer richtig schwingen. Richtig. Und du musst jetzt gleich im Bus sein. Egal, Junge, scheißegal. Hey, Junge, wenn du im Bus kotzt, ist ekelhaft. Du kotzt mal so jetzt. Finger im Hals, wenn du willst, kannst du duschen. Ich hab schon. Was denn? Alles gut? Was geht? Ich glaube, ich schwöre. Das ist ein Arsch, ein Was geht hier ab? Boah, Junge. Wo ist der? Da ist er. Wo ist der? Da hängt der auf Toilette. Der Luke hat ihn aufgepisst. Der hat sich auf die Toilette gepisst, Alter. Warum? Ach, Junge. Hey, Jungs. Das ist doch nicht normal. Hey, die können checken jetzt aus, Black. Ich bin auch schon mal wieder weg. Richtig ekelhaft, ey. Voll gepisst und voll gekotzt. Abkacker. Sonnenausgangsschiff in Mallorca. Sitzen jetzt im Bus. Dennis, was hast du dazu? Also Rückflug von Mallorca nach Köln. Verspätung, voller Abwrack. Ja. Wie lange eigentlich? Jetzt schon. 30 Minuten. Die müssen das Flugzeug wieder ausräumen, weil er zu schwer ist. Aber nichts mehr. Ach, ja. Fuck, auch nochmal ab. Was sie davon hält. Was ist selten vielleicht? Also. Eigentlich wollten wir um 55 starten. Und jetzt ist immer nichts passiert. Jetzt hat er den Motor wieder ausgemacht. Aber die andere Maschine ist auch verspätet. Trotzdem ist der Chris auch gut geworden. Dennis ist gut geworden. Nein, Dennis, ey, bitte mal was hier für die Kamera. Wir machen das Video für YouTube. Oh, hier passiert wieder irgendwas. Also der ist total weg vom Fenster. Seit Stunden. Er ist auch seit Tagen. Ah. Der Gemäse, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Boah, ich will immer mal pennen. Ich will jetzt auch gerne in mein Bett. Und weil ich hart. Ich hoffe, er wird nicht schlecht. Ich glaube, er wird nicht schlecht. Naja, das können wir machen. Naja, wie war der Urlaub? Wie fandest du? Echt cool. War cool, echt. Viel Alkohol, aber war cool. War's auch geil. Ne, Lukas? War cool, ne? Hallo, bitte. Da sitzt der Luke übrigens auch. Und
sitzt in diesem Flieger mit vollgekotzter Hose und Socken. Was ist mit dir, du Hanswurst, ey? Geil. Ja? Ich glaube, diese Frau da ist ein Model, ey. Die bleibt die ganze Zeit da stehen. Ich denke, ich bin ein Model. Magermodel? Ja. Ich bin mager mit. Für Magerquark. Oh nee. Was ist hier los, ey? Was zum Teufel ist hier los? So, ich penne jetzt eine Runde. Ich auch. Ja, Jan, winken nochmal für die Kamera und verabschieden wir uns jetzt aus diesem Video. Auf jeden Fall. Das war eine schöne Tour. Ja, warte, das, wir brauchen noch ein Statement von Joey. Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr. Der ist am Ende. Der ist gut, von Joey. Ich brauch's nicht. Joey! Joey! Papa Joe. Was? Papa Joe. Jetzt hab ich gewonnen. Naja, dann war's es jetzt. Das war's. Hard check. Wir sind weg. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Den Doppelbär.